Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Heute gegen die Nummer 15 der Blacklist. Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Achtung, Straßeneinheiten. Wir haben eine Meldung bei mindestens einem flüchtigen Code-6-Fahrer, der bereits verfolgt wird. Und damit willkommen, Freunde, zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Ja, darf ich jetzt auch mal was sagen? So, wie man sieht, werden wir hier gleich wieder in die Action reingeschmissen. In den guten alten Klassiker von 2005. Need for Speed Most Wanted. Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Ja, ich weiß, das ist kaputt. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie. Was? Du musst das Rennen schnell beenden. Nein! Mist. Vor 6 Tagen Ankunft in Rockport City. Ach ja, ich freue mich so wieder, ein Need for Speed Teil zocken zu können. Ah, herrlich. Hallo. Sergeant Cross. Ist ganz schön cross, dass der uns anhält. Oh Gott. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen.
Wir nehmen jetzt seinen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen. Ja, ja. Man sieht sich immer zweimal, ne? Cross. Vor 4 Tagen auf der Suche nach einem Rennen. Ronny McRae, das ist der Renny. Der gute Renny, du. So. Dann lass uns mal starten. So, Ronny. Dann zeig mal, was in deiner Karre ist. So, komm. Ach, schade. Kein perfekter Start. Mist. Na, egal. Yo, läuft doch. Ja gut, ich glaube, das erste Rennen ist sowieso wahrscheinlich nur so ein Einleitungsrennen, so eine Art Tutorial. Ne? So, ich zeige euch jetzt mal alles. Das war eben Speedbreaker. Nee, Quatsch. Das ist Speedbreaker. Das eben war Nitro. So. Und go. Hilft manchmal ganz gut, wenn man um Kurven rumkommen muss, der gute Speedbreaker. Verlangsamt halt ein bisschen das Auto. Also beziehungsweise setzt es in diese Zeitlupenform. Und dann könnt ihr problemlos um die Kurve rumfahren. Mit einem sehr schönen BMW. Ach ja, den Ronny haben wir im Griff. Ach, ich freue mich, diesen alten Klassiker wieder zu spielen, ey. Also ich persönlich finde, das alte Most Wanted war das beste Need for Speed, was es gab. Aber mich würde halt auch mal interessieren, was so eure Meinung ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblings Need for Speed ist oder war oder sein wird, ne? Etc. So. Hoppla. Hoppla. Da bin ich wohl ein bisschen rausgerutscht. Ach, da ist schon das Ziel. Cool. Und da haben wir gewonnen. Was kriegen wir denn? 10 Riesen. Cool. Dann machen wir weiter. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe. Razor Cullen. Nein, das ist nicht doch mein Namensvetter. So ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. So sieht's aus. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und drückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Oh ja. Mia Townsend. Schneller als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. 5 Riesen. 5 Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahre nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Toru Sato.
um 10 Riesen. Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Naja. Ist mir ja sehr sympathisch, der Typ. So, wir fahren jetzt gegen diesen Tau oder wie heißt der? Bull. Ach, scheiße, schon wieder kein direkter Start. Mann. So, jetzt fahren wir gegen den Bullen. So. Ja, also kurze Erklärung, was da oben jetzt blinkt. Wir kriegen gleich Gesellschaft. Da ist er auch schon. Die Männer in Blau, ne? Eine kurze Erklärung. Ja, gut. Die Blacklist. An alle Einheiten im Bezirk. Kurz 6 Verdächtiger ist auf der Flucht. Fahrer hat mit aggressiven Manövern versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Das stimmt doch gar nicht. War doch keine aggressiven Manöver. Die Blacklist. Das ist das, worum es hier in dem Spiel quasi geht. Also wir müssen in der Blacklist Erster werden. Um hier der King der Street zu werden. So, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren, weil ich hab Bullen am Arsch kleben. Habe Bodeneinheiten für euch frei. So, die Bushaltestelle haben wir auch noch mitgenommen. Der Junge braucht es als Platz. Macht langsam, zieht euch zurück. Ja, genau. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ihr aufgebt, weil er doch direkt an meiner Schulter geklebt hat, aber naja, gut. Genau, ein Taxi. So, der Bull ist ganz weit hinten. You too. Alter, schon fast 10 Sekunden Vorsprung, geil. Und da ist das Ziel. Voll Karacho durch. Yo. So, was gibt's? Wieder 10 Riesen. Yo. Perfekto. Vor 2 Tagen. Einen Namen machen. Rennen gewinnen. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Tja. Im Untergrund habe ich fahren gelernt, mein Freund. So. Yo, go, go, go. Endlich mal mehr Gegner. Sehr schön. So, jetzt klären wir auf einmal die Nitro aus, weil ich glaube, die sollten wir eigentlich packen. Ja, Need for Speed Most Wanted ist ja quasi die, von der Geschichte her, also von der Story her, die Weiterführung von Need for Speed Carbon, wenn ihr das schon mal gezockt habt. Und zwar das Ende von Need for Speed Carbon ist ja, dass man aus der... Bei Need for Speed Carbon, genau, gibt es eine Anfangsszene, wo man aus Palmont City, so heißt die Stadt in Carbon, verschwindet. Und hier ist halt der Anfang, dass man hier in Rockport City ankommt. Das ist quasi... Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas. Ich versuche das jetzt nicht weiter zu erklären. Ja, also Carbon werde ich auch noch spielen. Dann werde ich versuchen, das nochmal genauer zu erklären. So, und da ist auch schon das Ziel. Nee, ach so. Scheiße, das ist ein Rundkurs. So. Nee. Früher kannte ich die ganzen Geschichten, ey. Eieiei. So. Da musst du aber noch irgendwo Razon. So. Oh. Das wollte ich gerade sagen. Der BMW hat ein gutes Handling. Der hat auch ein gutes Handling. Wenn ich mal rechtzeitig bremsen würde. So, bis jetzt läuft es noch. Gut. So, einmal hier rum. Und da ist auch schon das Ziel. Ja, so muss das doch sein. Yo! Und wieder 10 Riesen. Feine Sache. Weiter geht's.